Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, zu einem neuen Part hier bei Assassin's Creed. Brotherhood. Ja, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung bzw. die Zwischensequenz. Also die 5 Minuten, die ihr verpasst habt, da ich da ein klein wenig Probleme hatte mit der Aufnahme und die leider nicht mehr vorhanden ist, tut es mir sehr leid und ja, entschuldigt es bitte dafür. Es ist nichts Wichtiges passiert. Wir sind nur zum Kurier gegangen und haben dort einen Borgia-Brief erhalten. Und ja, also so viel ist jetzt nicht passiert, dass ihr unbedingt da was verpasst hättet. Großartig. Ihr habt nur einen kleinen Teil verpasst, zum Glück. Und ich habe es rechtzeitig erkannt, beziehungsweise ich habe es rechtzeitig gesehen, dass die Aufnahme nicht geht oder funktioniert. Und habe damit dann die Fehler verbessert, so gut ich es konnte. Pass besser auf, Freundchen. Okay, der ist also nicht aktiv, der Steckbrief, auch geil. Wir gehen jetzt mal zur nächsten Mission, die da vorne sich befindet. Ich weiß nicht, ab welcher Sequenz wir anfangen können, Aussichtstürme zu erobern. Aber momentan kann ich leider noch keine Aussichtstürme erobern. Geschweige denn irgendwie komme ich dorthin. Weil das ist eigentlich der Hauptbestandteil gewesen im letzten Part. Ich bin da einfach durch die ganze Map geschlappt und habe einfach keinen Aussichtsturm erobert, weil ich nirgendwo hingekommen bin. Also habt ihr da, wie gesagt, nichts Großes verpasst. Wir werden jetzt hier mal, ja, diese Mission hier machen. Zu komischen Säulen. Da vorne ist, glaube ich, der Missionspunkt schon. Jawohl, da vorne ist er. Crepi il Lupo, den Brief zu Machiavelli bei den Trajan, was? Trajanstermen? Trajanstermen bringen. Volle Synchronisation, keine Gesundheit verlieren. So. Die volle Synchronisation habe ich jetzt schon nicht erreicht. Wo kamen diese Mörder nur her? Sie suchen nach Verstecken der Anhänger Romulus. 50% Synchronisation, da ich jetzt einmal angehittet wurde. Oh mein Gott. Wir müssen von hier gekommen sein. Interagieren. So, Ladesequenz. Alles klar. Da kann ich mich auch mal kurz hier abmelden. Kleinen Augenblick. Wie die mir nicht auf den Sack hier gehen. Komm. PSN lad doch, Alter. DNA-Menü.
No, fuck. Die Hallen von Nero, die Schreien des Romulus finden. Vor diesen Granulationen die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Okay, da muss ich mich ja ziemlich beeilen. Beziehungsweise, was heißt beeilen? Ja, eigentlich schon, ne? Keine Fehler machen auf jeden Fall. Ja, komm. Oh ja. Ja, und wo jetzt hin? Ah. Och Mann! Ne. Du willst mich doch rollen, oder? Junge! Junge! So, der nächste Hebel. So. Ja, und wo muss ich da jetzt hin, genau? Ah, vielleicht mal da lang, ne? Auf jeden Fall! So, da rum um die Ecke. Yeah.
Okay, jetzt geht überall Licht an. Boah, Junge, ist das geil gemacht. Nice. So, da hochklettern, dann rechts rum, aufkommen, hopp, 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 hopp. Oh, das ist eine miese Schlucht, Alter. So, da hoch. Okay. Und wie komme ich da rein? Ich glaube hier hoch, ne? Ja, sieht nach der einzigen Möglichkeit aus. Oh nein. So, links. Ich frag mich sowieso, wie man das in 8 Minuten schaffen soll. Ich glaube, die sind nämlich schon längst. Nun komme ich wieder hier hoch. Oh nein. So was hasse ich richtig. Komm hoch da. Ich weiß, willst du da so eine Schatzkiste ausplündern? Und dann kommt da so ein Affensprung, der dir einfach alles versaut und du wieder runterfällst, Alter. Oh, wir haben nämlich noch Elfenbein bekommen. Ja. Es war auch vorauszusehen, dass ich die volle Synchronisation eh nicht erreichen werde. Ich weiß jetzt nicht mal, wo ich hier hochkomme. Vielleicht da hinten? Oh ja, da komme ich vielleicht hoch. Nee, auch nicht. Aber vielleicht da?
Oh, das sieht gut aus. Oder doch nicht? Nein. Ah, okay. Einfacher als gedacht. Wunderbar, helfen, jetzt komme ich da auch wieder hoch. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. So, ganz hoch da. Oi, oi, oi. Den Schatz der Anhänger Romulus nehmen. Oh, 4 Schatzkisten, nice. Okay. Schriftrolle 1 von Romulus. Ich lasse die Rüstung meiner Familie hier. Sicher einer der besten, die je angefertigt wurde. Möge sie dich, der du sie findest, im Kampf stärken. Andere Handschrift. Wir haben sie genommen und wieder hinter die eiserne Tür gebracht. Die 6 Schlüssel, die sie öffnen, wurde unter unserem Brüder verteilt. Wir werden sagen, sie kommen von Romulus und sie werden sie anbeten. Zoomen, um Bilddateien anzusehen. Okay, das ist also diese Rüstung, um die es geht. Aha, alles klar. Die Schlüssel öffnen, die geheime Schatzkammer der Anhänger Romulus. Karte öffnen, um die Kammern zu... Okay. Okay, das heißt, wir haben quasi wieder dieselbe Mission wie in Assassin's Creed 2. Verschiedene Schriftrollen quasi zu finden oder Taler oder Schlüssel. In Assassin's Creed 2 waren es Taler, um dann die letztendliche Rüstung freischalten zu können. Das ist so ein Hauptziel, Nebenziel. Aber auf jeden Fall gehört es jetzt zu Brotherhood dazu. Und wenn wir so eine Kammer finden, werden wir sie auch wie in Assassin's Creed machen. Die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Katzo! Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. So, jetzt gehen wir zu unseren Verbündeten. Machiavelli folgen.
Jetzt müssen wir dem wieder hinterherlaufen. Da ist so ein Schnellreiseding. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Das sind schnelle Reiseportale innerhalb von Rom und ihr habt innerhalb von Rom und ihr habt gerade gesehen, wie groß Rom ist. Das heißt, das ist schon gut, dass sich Spotterhood nur auf eine Karte bezieht, weil die Rom-Karte riesengroß ist. Das ist vergleichbar bei Assassin's Creed mit Großbritannien. Das ist eine Riesenkarte. Und um das alles aufzudecken, da braucht man eine Menge Zeit. Und bei Assassin's Creed 3 ist es auch ewig, bis man die Karte aufgedeckt hat. Ben trovato, Niccolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Oh, das ist so unsere Basis. Ja, jetzt ist erstmal ein Controller runtergefallen. Wahrscheinlich prima. Und wir haben die Sequenz 2 beendet. Das heißt, wir können dann bald ohne Probleme in Rom rumschlappen und können uns schön gemütlich die Sachen erobern, die wir brauchen. Das wird auch im nächsten Part der Fall sein. Wir werden Aussichtstürme erobern und vieles anderes tun, nur um zu sehen, dass wir einen besseren... Ach, um zu sehen, genau. Was laber ich? Was laber ich denn da schon wieder? Um einen besseren Überblick zu haben, natürlich. Und jetzt ist eine kurze Ladesequenz, die jetzt schon wieder vorüber ist. Sequenz 3, der Krieger, der Liebhaber und der Dieb. Und das ist die neue Sequenz 1 und 2. Also Sequenz 1 und 2, die gingen ja recht schnell um. Beziehungsweise sind um. Da gibt es nochmal einen Turm, den wir erobern können. Einen Schmied aufsuchen, um die Rüstung zu verbessern und eine Armbrust zu kaufen. Neue Ausrüstung verfügbar. Drücke, um die Karte zu öffnen. Hier ist auch nochmal so ein Taubenschlag, wo wir eine Taube wegschicken können. Einkommen eingezahlt im Bank, okay, wunderbar. Die Türme werden wir alle erobern. Wir werden auch die ganzen Affen hier werden wir platt machen. Die Borgia-Leute und die Borgia-Türme werden wir abfackeln.
Wir haben einiges vor und das erwartet uns nicht nur in Sequenz 3, sondern im gesamten Spielverlauf. Das erwartet uns wirklich im gesamten Spielverlauf. So, jetzt haben wir mal so einen kleinen Überblick über die Karte. Wie riesig die Karte ist, guckt euch an. Wie viel? Kann ich jetzt überall hingehen, wo ich möchte? Oder geht dieses immer noch nicht? Und ja, einfach mal so ins Wasser gesprungen und läuft bei mir. Wie gesagt, im nächsten Part, ich werde jetzt noch einen Eroberungsturm machen, aber im nächsten Part werden wir alle Aussichtstürme erobern im Schnelldurchlauf, weil das nimmt doch eine lange Zeit in Anspruch und die möchte ich euch nicht so sehen lassen. Ich habe jetzt euch mal vorgemacht, einen Aussichtsturm, wer es nicht kennt oder wer jetzt hier beim Assassin's Creed Let's Play erst neu einschaltet. Und wie gesagt, die anderen Teile bei mir auf dem Kanal vorher noch nicht gesehen hat, der kann sich auch nochmal die Playlists anschauen. Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 ist beendet und jetzt kommt Brotherhood. Falls ihr die anderen beiden noch nicht gesehen habt und nicht wisst, was ein Aussichtsturm ist. Ein Aussichtsturm ist ein Turm, auf den man klettern muss als Ezio oder als anderer Charakter in Assassin's Creed. Sind nicht nur immer Türme, sondern auch Bäume bei Assassin's Creed. Assassin's Creed 3, Entschuldigung. Und da muss man hochklettern, interagieren und dadurch kann man dann einen besseren Überblick haben auf der Karte von Rom oder der anderen Karte, die es bei den Assassin's Creed Teilen alle gibt. Genug gelabert, wir werden jetzt erstmal hier den Aussichtsturm erobern. Ja, wahrscheinlich haben wir da ein paar Anhänger gerade, die uns verfolgen in irgendeiner Weise. Aber was sehen wir da? Da sehen wir den ersten Turm in 140 Metern, auf den wir klettern müssen, um einen besseren, wie gesagt, Überblick zu haben. Und dort gehen wir dann. Armbrust können wir uns auch noch hier beim Schmied kaufen, werden wir alles später machen, beziehungsweise im nächsten Part. Wir werden jetzt nur noch diesen Aussichtsturm, den ich hier markiert habe, der so ziemlich oben an der am Kartenrand ist, den werden wir noch uns holen und werden dann im neuen Part starten mit Sequenz 3, beziehungsweise mit der Mission in Sequenz 3. Weil die Sequenz 3 hat ja schon gestartet, da befindet sich der Turm, da müssen wir ganz hinaufklettern. Und der ist ja gar nicht mal so hoch. Hat es einen Vorteil, wenn wir noch hier auf dieses Vordach springen? Ja, hat es. So. Nein, hat es nicht. Wie komme ich denn da hoch, Alter? Willst du mich rollen gerade mal? Wenn ich jetzt hier auf diesen Vorsprung springe. So, wir synchronisieren und schauen mal, was die Karte auf der Karte aufgedeckt wird. Also ihr seht schon, Rom ist riesengroß. Das ist eine riesengroße Stadt. Karte aktualisiert. Schauen wir gerade mal. Ja, das ist schon so gut wie aufgedeckt. Wie gesagt, hier gibt es ja noch Borgia-Türme, Aussichtstürme, alles Mögliche. Und das werden wir, wie gesagt, alles im nächsten Part machen. Ich hoffe, euch hat der Part unterhalten. Und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Dann macht's gut bis dahin. Ciao Leute, euer MH26105.